Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Advanced Warfare, der Story. Es geht weiter mit der nächsten Mission. Es geht rein in die Olga. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne. Und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Ein Atomkraftwerk. Ich kenne die Mission noch. Kernschmelze oder wie sie heißt? Kernspaltung. Boostsprung, Schall und Stimmhammer. Stimmt, ja. Hallo, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Aktiviere Tarnung. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell. Wie Korea. Nur mit mehr Strahlung. Sammeln!
Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes! Abrücken! Feuer frei! Boost-Sprung aktiviert! Digga, wie geil ist das denn bitte? MT-Pilot, Zulu gefallen. Wiederhole, Zulu gefallen. Verdammt noch mal jemand darum kümmern! Trauster! Prophet, die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Trophy-System! Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste! Hol die Munition für diesen Werfer, Mitchell! Alter! Mit dem Waffen erledigen! Ja, Seite zerstört! Gut gemacht, Mitchell! Achtung, Team Bravo! KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet! Wir sind unterwegs! Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Achtet auf Zivilisten. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Sicher. Scheiße. Hier entlang.
Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Das war ein Massaker. Weiter. Absolutes Massaker. Oh, das sind Damen. Oh, erstmal Kernschmelze hier, ne? Kreuzung. Droht und wir tun einfach mal Damen. Es gibt eine Abkürzung, aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Gar nicht wissen, was hier für eine Radioaktivität drin ist. Verstanden. Scheiß drauf, ich bleib hier bei. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Auf den Balkon! Ausschalten! Beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitch, drück den Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Mitch, nimm deine Angriffsdrohne. Los! Ich verstehe kein Wort! Weiter! Wir haben es fast geschafft!
wird immer kritischer. Wir sind fast da! Digga, also was zur Hölle einfach? Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da! Genau, wenn ich die Granate zünde, sind zwei Gegner gelaufen oder was? Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da! Ja, ist gut, Digga. Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Wow. Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Prophet, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Gerade war es noch stabil. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße! Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier! Los weg hier. Sonst wächst du noch ein drittes Bein. Geh dir! Geh dir! Beweg dich los! Die ganze Zeit Dreieck gedrückt, dass er zu den Waffen zu wechseln. Bravo, ihr Brave 2-3. Nähere mich für den Ganzen auf feindliche Fußsoldaten. Mann, das ist ein Geschenk des Himmels, 2-3. Hey, ich werde von hinten beschossen. Verstanden, 2-3. Dann los! Unsere Evakuierung! Wow. Immer weiter! Immer weiter! Es ist ein! Hohes Vater! Hohes Vater!
Einheiten. Da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet, Atlas-Team evakuiert! Bereich ist kompromittiert! Wo bleibt die verdammte Luft unter mir? Mitchell, komm schon! An Bord, los! Du Scheiße. Kann das überhaupt dann noch möglich sein, zu leben, Alter, wenn das so krass ist, Digga? Ja, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Call of Duty Advanced Warfare, die Story. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Euer World Gamer YouTube. Ciao.